schönen guten Abend. In der letzten Folge waren wir ja ein bisschen vor den Kopf gestoßen, oder beziehungsweise ich, weil die spiele ja gerade ich die Folge. Gut, ich denke ja mit. Aber hat in dem Fall auch nichts gebracht. Zwei Gehirnpower täuschen sich. Dann ist uns aufgefallen, Mann, der Typ hier, der hat doch so ein schönes Schildchen. Da schauen wir doch mal drauf. Und tack, 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 0722. Das wird wahrscheinlich die Nummer sein. Da gehen wir jetzt gleich mal vor. Ein Hoch auf die Ausweiskarte. Gut, das muss einem auch erstmal auffallen. Also, meine Güte. Ja, ja, also pass auf. 4711. Ändern. War auch viel schöner. 0722. Ja. Okay. Die Stromproduktion wurde gesichert. Wir haben die Fabriken versiegelt, damit das Werk weiterläuft. Alle überflüssigen Systeme wurden abgeschaltet. Sollte jemals irgendjemand zurückkehren müssen, dann bitte nicht vergessen, dass der Stromflussregler quasi am seidenen Faden hängt. Wenn der Schalter umgelegt wird, ist es das dann wahrscheinlich gewesen. Wir sind weg. Karl. Der Stromflussregler. Okay, also der Karl war anscheinend hier wie Techniker. Ich sende es. Geht er nicht. Leider kein Netz. Zurück. Weil es ja ein umständliches, es ist ja. Ja, der kommt schon darauf, auf zurück zu klicken. Windows 3.11 E-Mail-Programm. Okay, jetzt können wir ja irgendwie Strom verteilen oder was? Oh. 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 Ah. Also schon. Das ist da hinten, das da, das ist der Raum, wo wir vorhin nicht reinkamen. Also, ne? Also das ist der Naja, also da, da in der Mitte der Weg, das ist wahrscheinlich da, wo der Karl lag und links runter war ja andauernd verschlossen. Lösung gefunden. Schalten Sie eine der hervorgehobenen Sektionen ab, um den Strom zur Kommunikationszentrale umzuleiten. Da wollen wir ja hin. Soll ich jetzt eins abschalten? Ja, dann schalt den Strom wieder oben ab, weil da unten bleibt wenigstens der Karl am Leben. Oder? Wo ist der Karl? Der Karl ist da unten. Der da? Ja. Hätte ich jetzt so gesagt. Also ich sehe da auf dem Plan irgendwie überhaupt nicht, wo was sein soll. Das sind die Treppen, ne? Ganz genau. Aber da ist doch... Ja, links davon, da ist der Karl. Da unten, das, also das untere Lämpchen ist der Schalter, den wir vorhin umgelegt haben. Und wie schalte ich es ab? Und draufklicken? Ne. Gehirnstrom? Naja, das ist ja... Gedanken? Wie soll man jetzt hier was abschalten? Wir müssen natürlich dahin und dann abschalten. Du brauchst einfach noch so einen Sub-D-Stecker, den du hinten in den Kopf reinsteckst. Okay. Auf zurück. Personal, wen gibt's denn alles? Blablabla. Das ist, glaube ich, interessant. Robotechniker Samkin, wissen wir schon bereits. Ah ja, okay, siehst du, da ist er, unser Techniker. Da ist er, ne? Da ist er. Der alte. Die sind alle tot. Alle tot. Namen sind was für Grabsteine. Wenn sie alle als Dackel rumlaufen, dann ist er eh vorbei. Aus Lock-in, ne? Oh Gott! Wie heißt der Code? Und was ist jetzt hier? Kann man endlich mal rein? Ja. Ja, lecker Raum, ne? Hier. Ah, der Glauben. Ah. Nicht, dass du da was kaputt machst. Das ist das. Und das ist das. Diese Blackbox ist ein Präzisionsinstrument zur Beobachtung ihrer allgemeinen Verfassung. Sie misst vielerlei Daten von der Körpertemperatur bis zur Aktivität der Hirnstromwellen. Diese Informationen werden kontinuierlich an WAU gesendet, der Aufsichtseinheit von Pathos 2, damit Ihnen die Station in jeder Situation das angemessene Klima bereitstellen kann. Für optimale Leistung folgen Sie bitte den Auto-Injektor-Anweisungen. So stellen Sie sicher, dass das Implantat ordnungsgemäß angewendet wird. Haben Sie irgendwelche Störungen? Nein, nein, nein. Muss ich das jetzt mitnehmen?
Na gut, nachdem man es nicht einstecken kann, würde ich sagen, nein. Weil normalerweise steckt er alles ein, was er mitnehmen ja. solltest. Ja. Also, ne? Gut. Eine Blackbox. Lecker Regale ausräumen, ja. So. Ja gut, und jetzt bin ich auch nicht schlauer. Ja, wir sind zumindest, also hier Blackbox. Blackbox. Und lecker Schutzhelm. Kann ich Schutzhelm mitnehmen? Natürlich kannst du das. Der Schutzhelm, den kann man runterwerfen, ohne dass er kaputt geht. So. Das sollte man auch heutzutage tun können. So, wo muss man jetzt hin? Da ist der Karl, sagst du? Dann muss ich ja jetzt praktisch dahinter, ne? Nee, du musst wieder hier zu der Konsole zurück. Und dann? Dort ausschalten, weil das haben wir ja noch nicht geschafft. Wir müssen ja. Ich kann an der Konsole nicht ausschalten, ich muss es vor Ort tun. Ja, sicher. Die Konsole zeigt ja nur, wo ich hin muss. Sicher? Würde ich jetzt behaupten. Ich dachte, du musst ja an der Konsole ein. Und der Karl stirbt ja auch nicht, der zappelt ja nur. Oh Gott! Da ist offen. Tatsache, es ist gelb, Wahnsinn. Da ist wieder so ein. Ein Trinkbecher. Ein. Read this. Your turn. Ein dezentes gelbes Zettelchen. Bitte lesen! Wir haben das System belastet. Oh nein! Wenn dieser Hebel betätigt wird, gibt es kein Zurück mehr. Wer ihn zieht, sollte einen triftigen Grund dafür haben. Das war doch der berühmte seidene Faden, den man gerade hier in der E-Mail. Ne? Ja, ganz genau. Genau das hat der da geschrieben. Ja, und dann passiert was? Alles explodiert, Spielende, wir haben es geschafft. Juhu! Pah, das war aber auch schnell. Soll ich reinlangen? Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Pack nein. Also das. Oh. Was? Stop. Wir haben gar nichts getan. Wir haben da nur. Wir wollen nur spielen. Oh. Ich wollte doch nur spielen. Oh. Gespeichert wird. Jetzt wird es ernst, wenn gespeichert jetzt kommt gleich wieder der Roboter. Ja. Jetzt ist der Zettel auch weiß. Vor Schock. Der hat die Farbe verloren. Da, schau. Der Zettel. Vor dem Schock die gelbe Farbe verloren. Dem ist praktisch die Farbe aus dem Gesicht gefallen. Du kannst jetzt den Hebel trotzdem noch. Den Hebel könnte ich. Ja, dann mach doch mal. Aber wenn schon, denn schon. Wenn wir jetzt da schon da, also. Dann. Gut, diese Dinger muss ich berühren, sonst wären sie nicht da. Ja. Und vor allem, es wird auch nicht das Ergebnis da kommen. Also. Okay. Jetzt, meine Damen und Herren, prüfen wir den Weg nach oben. Ob diese schöne Wasserschutztür immer noch zu ist. Die tropft noch. Hier, ich will nur sicher gehen. Okay, das dreht sich noch. Und, mind your head. Okay, das ist auch ein Running Gag, ne? Okay. So viel Zeit muss sein. Mm. Gut, Karl liegt da noch. Ja, ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, wie zu dem Karl zu gehen. Jetzt schauen wir mal, was hier los ist. Die Tür ist hinten auch immer noch zu, hier ist nichts. Schau mal. Dreh dich mal um 180 Grad. Spring! Hast du gesehen, was ich gehört habe? Ja, und jetzt? Ich glaube, jetzt sind wir. Ich duck mich! Ich glaube. Na, ich duck mich. Schaut's. Ich bin jetzt, ich bleib stehen. Ja, komm, dann. Dreh dich nicht, mach dich nichts. Also, ich mach nichts. Ich glaube, jetzt schaut's echt aus. Ja, ja, ja. Autsch. Wo ist er? Ah ja, da hinten rechts irgendwo ist. Oh Gott. Jetzt humpeln wir oder was? Ja, ich bin leicht angeschlagen. Jetzt leg den Schalter nochmal um. Okay, anscheinend ist Karl auch schon fritten oder was? Also da macht ja auch keinen Mucks mehr. Jetzt habe ich. Also da hinten steht er wieder, ne? Ja. Ja, weißt du, zuerst ist er weg und dann kommt er wie aus dem Nichts. Puff, puff, the Magic Dragon. Ja, gut, der Karl ist jetzt. Das war ja die Lebensader. Also. Ja. Ja. Und jetzt ist der wieder da, weil ich die Treppe hoch muss.
Das heißt, ich muss an dem irgendwie vorbei. Du musst den Schalter da ziehen, wahrscheinlich. Welchen Schalter? Na, der neben der Treppe. Ja, genau, den Schalter. Aber jetzt ist halt der berühmte. Ja, jetzt müssen wir schauen, wo der rumwurschtelt. Da hinten ist er. Ja, dann versuchen wir mal. Von nichts kommt nichts, ne? Ich geht kann nicht. Es. Dann. Ja. Oh, weich. Jetzt kommt er wieder, oder? Oh wei. Ja, und wieso bin ich jetzt ewig hier angeschlagen? Naja gut, ich meine, wenn dir einer eine runterhaut, dann bist du auch nicht nach 3 Minuten wieder wie der Frühling taufrisch. Schön ist, dass der genau weiß, wo er hingehen muss. Das ist. Ja, das nervt mich. Das finde ich. Beunruhigend. Hopp! Gewicht! Wieso? Autsch! Um Gottes Willen! Windows stürzt ab! Süßer Gestorben. Und gerade bin ich nicht gestorben, das war natürlich Glück. Jetzt, ja, okay, war ich in der Sackgasse, jetzt hat er mich richtig vermöbelt. Ich denke eher, dass du einmal angeschlagen wirst und dann stirbst. Weil du bist ja schon rumgehumpelt. Und dass du über 2 Chancen hast oder so. Ja, aber also der Hebel ging ja wieder nicht. Ja, irgendwas müssen wir noch machen. Warum? Jetzt sind wir wieder an so einer Stelle, wo ich nicht weiß, wo ich hin muss und dann noch eine Gefahrenquelle mehr ab. Ja, okay, eine Gefahrenquelle mehr, aber ich würde sagen, da müssen wir jetzt irgendwie zu den Computern wieder zurück. Dass wir da irgendwas einstellen müssen oder was. Dass wir da mit dem Strom umleiten, dass wir sagen, wir wollen oben zur Kommunikationsebene. Da hast man ein Level gegeben, du. Mal schauen, wo steigen wir denn jetzt wieder ein? Ist der Freak schon da oder was? Aber wahrscheinlich bei dem Schalter, ne? Da hat er gespeichert, haben noch gesagt, oh Gott, jetzt speichert er. Wahrscheinlich steigen wir da wieder ein. Wo der gelbe Zettel zum Beißen wurde. Vielleicht, ich lasse mal den Schalter oben, weil vielleicht ging deswegen der Hebel da vorne nicht. Ich glaube, die Schalter haben jetzt gar nichts mehr auszusagen. Weil passiert ja gar nichts mehr. Ja, keine Ahnung. Aber probieren wir es. Wo geht's denn da eigentlich hin? Wahrscheinlich nirgendwo hin. Da geht's doch wohin. Ach, da ist ja Glas. Hä? Okay, na gut, zumindest wissen wir jetzt. Also der Typ renn mal direkt irgendwie hier rechts irgendwie da in. Ah, okay, jetzt ist. Da muss ich mich verstecken. Okay, dann ist dafür schon mal diese Nische gedacht. War kein Lärm. Du Wichser! Hast du verstanden? Ja. Oh Gott. Perfekte deutsche Übersetzung. Er müsste hintergelockt werden, ne? Ja, der muss jetzt einfach mal durchlatschen. Na, kommt doch schon. Bitte einmal rum vorbei. Das gibt's. Warum latscht er jetzt hier ins Eck rein? Ja, das gibt's doch nicht. Ja, wo? Siehst du, jetzt lebst du wieder? Jetzt humpeln wir wahrscheinlich wieder, oder? Humpeln wir? Ja, wir humpeln. Was ist denn da eigentlich? Ein Spinn. Da ist der Zettel. Zeta Turnaround. Wir haben Versicherung einen weiteren Betrieb zu gewährleisten. Vermasselt es nicht. K war nicht mein Fehler. Okay. Also Karl als Dackel. Oh Gott. Ist da anscheinend schon passiert. 0735. Brauchen wir. Okay. Alter Falter, war aber früher echt blind. Da haben wir jetzt den Spind übersehen, komische Marker an dem Karl übersehen. Alter Falter. Also da oben geht's ja nicht weiter, ne? Jetzt muss ich irgendwo den Code eingeben. Ja, ich würde sagen, wieder an der gleichen Konsole. Vielleicht können wir dann damit irgendwas freischalten. Also damit können wir uns wieder mit ihr einloggen und dann dementsprechend. Aber jetzt ist der blöde Typ da. Was hat der überhaupt, was hat der in ein Horrorspiel verloren? Der will uns ablenken. Was war's? 0735, ne? 0735, ja. Oh Gott. Ablenken und ablecken.
Wo kann man hier... Q wäre, denke ich... Ja, genau, und E, ne? Ah. Na, links. Ah. Nach rechts. Ah. Also, okay. Q nach links und E nach rechts. Ja. Wetten, der kommt jetzt direkt ums Eck gelatscht. Der geht jetzt hier schnurstracks entlang und macht dann einen duften bitte nicht. Dreh. Bitte nicht. Hier in diese Sackgasse rein. Sack. Sack. Also wenn er jetzt wieder reinkommt, dann... Er geht weiter. Ah, ja. Er geht weiter. Ja, jetzt ist die Frage, dran vorbeischleichen oder spurten? Also, mit spurten meine ich natürlich rennen. Komm, geh links. Oder warten, bis er wieder zurückkommt. Und nix tun. Jetzt willst du es wissen. Warte mal, was brauchen wir denn? Wir brauchen doch Kommunikationszentrale. Das muss auf einen sein. So. Wo ist jetzt der Typ hin? Ne, ich gehe nicht mehr in den Raum rein, weil sonst kommt er wieder. Der geht jetzt gerade da hinten raus. Ah, ja, zur ja, Tür. Okay. Und wo muss ich jetzt hin? Du musst nach oben. Du musst jetzt an die Treppe nach oben. Den Schalter wahrscheinlich drücken und dann rum. Ja. Geh weiter, komm. Hau wieder nach hinten ab dann. Geh nach hinten, hopp. Wahrscheinlich kann ich jetzt den Schalter umlegen, ja, ne? Das denke ich mir auch, weil jetzt war Kommunikation ein. Und was wollten wir mehr? Nichts anderes. Hm. Vielleicht können wir den noch irgendwie einsperren, aber müsste ich nicht wissen, was er da jetzt da. Ne? Aber jetzt rennen. Ja, zack. Bangerang. Und den wieder umlegen da wahrscheinlich. Ja. Wow, yes. Alter Verwalter. Ein anderer hätte es wahrscheinlich in 5 Minuten geschafft. Aber oh meine Güte, wer schaut denn auf das kleine Kärtchen von dem Typen? Ja. Aber war gut. Haben wir jetzt... Ja, wir hätten da jetzt natürlich auch ein bisschen noch, was wettgemacht. Anschließend 3 Stunden offscreen rumsuchen können. Haben wir natürlich nicht. Jetzt wird wieder gespeichert. Wir sind wieder online. In-game. Okay, jetzt bin ich ein bisschen beruhigt. Hast Zeit zu lesen. Das Büro wird geschlossen und alle Anwesenden evakuiert. Ich soll dir von allen hier sagen, dass es eine Ehre war, mit dir und Y zu arbeiten. Gott sei mit dir und viel Glück mit der Apokalypse. Ben. Okay, das war am... Das ist leicht sarkastisch. Das war am 10. Januar 2103. Mhm. Also so 10 Minuten nach heute. Pre. Das könnte fast eine... Karte der Welt oder eines Ausschnitts der Welt. Ich würde sagen, rechts unten ist Afrika. Mit großem Bedauern muss ich Sie darüber informieren, dass das Büro geschlossen wird. Y und Pathos 2 nicht länger unterstützen kann. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen, Ihrer Vorgesetzten Jane Adams und dem Rest des Personals danken. Sie sind wahrscheinlich eine fantastische Gruppe und ich bin mir sicher, dass sie mit ihnen, egal wo es weitergeht, weiterhin Erfolg haben werden. Mit freundlichen Grüßen, James Bloom. Und das war wann? Auf der Hälfte. Aber 2003 war es auch noch nicht? 2104? Nee. Das alles ist 2103. Ah, okay. Aber das ist jetzt einen Tag später. Das ist jetzt ja Januar. Weil eben war der, also man... Ach, ein Tag später Januar. Einen Tag später Februar. Ich meine, einer war noch am 11., das ist der 12. John C. Oh, John C. John C. Genau. Du magst ja die weitaus besseren Überlebenschancen haben.
Wir aber haben die bessere Aussicht. Ach, das ist ja sehr, also das sind ja sehr tiefgründige Gespräche, die hier stattfinden. Okay, also irgendwie, also ist wohl irgendwas passiert. Der rummelt da unten. Ja, der versucht jetzt hier oben reinzukommen. Soll ich da mal hier? Ja, drück auf Knöpfchen. Licht an. Jetzt kann man sich hier wieder einwählen, oder? Aber wahrscheinlich müssen wir hier wieder einen anderen Code. Luma-Link unterbrochen. Manuelle Eingabe erforderlich. Manuel, ich liebe Manuel. Ich lang da mal wieder rein. Ich, Manuel. Oh. Das ist auch so ein Run. Das ist auch so. Oh, jetzt hast du es kaputt gemacht. Meine Güte. Nichts kann man nicht machen lassen. Defekte Datenkunden. Wiederherstellen? Ja, natürlich. Nö, lass mal defekt. Das müssen wir uns jetzt anhören und daraus den Code rausfinden. Ich bin gespannt. Decided to leave Amy, Asaro, and Kalsanka to execute the automatization process. And I bet they're thrilled about it. I just wanted to let you know we're on schedule and I'll talk to you tomorrow. Alright, I'll pass on the ball, Jack. Okay. Hab nix verstanden. Also nix, was von Sinn wäre. Jonesy, nothing going for evac, am I right? It will do. I wanted to introduce you to Amy and Kal. They'll be doing the talking soon. Shocking brain, I've got. Ach, das klingt am Anfang immer so, ach, Heidatei und dann Apokalypse und alles ist. Hey, hello, Beta. Absalon, what's up? We could really use direct contact with Heather. Site service engineer Wolchek. Direct links are almost impossible to establish. The Lumar relays are basically junk at this point. You can send messages via the comm center. If you want, I'm pretty much always here, ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all that works right now. We just have to make do. Catch you later. Hello? Peter, was it? Yeah, I'm here. What's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hang on. What's happening? It's still the same plan, right? Yeah. We'll head for the shuttle and ride it directly to Theta. Okay, good. I'll rally the troops for a welcome party. That I like to hear. Ja, das hat ja wohl nicht so richtig geklappt mit dem guten Senken. Danke für diese informativen Daten. Hier, Giacomo, wollte ich schon sagen. Gut. Naja, okay. Dann checken wir nochmal ganz kurz, was es hier nochmal so optisch zu sehen gibt. Ach, sehr schön, sehr schön. Ach, sehr schön, ne? Vor allem dieser Lichteinfall. Das also. Hat was von einer Kathedrale. Ich finde das ja sehr romantisch. Und mit diesem romantischen Eindruck hinterlassen wir euch, oder entlassen wir euch, ruht euch ein bisschen aus. Bis gleich in der nächsten Folge.